Hallo zusammen, mein Name ist Makoto Hanasaki. Ich bin von der Kitsuchu High hierher gewechselt. Das war meine Vorstellung einer neuen Schule, an die ich gewechselt habe. Ich bin nur wegen der Arbeit meines Vaters in die Stadt gezogen. Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt, aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich deprimiert darüber. Was ein schlechter Zeitpunkt, um umzuziehen. Das neue Schuljahr hatte schon zur Hälfte begonnen. Und die Kinder hatten alle ihre eigenen Cliquen. Wenn ich ein toller Kerl oder ein super hübsches Mädchen wäre, würden sicher alle mit mir reden. Aber ich war nur ein einfaches Kind und alle waren schon wieder im normalen Leben und hatten schon zur Mittagszeit das Interesse verloren. Also machte ich mich auf den Weg, um alleine zu Mittag zu essen. Ich lief eine Weile herum und kam schließlich zu einer Tür, die auf das Dach führte. Ich versuchte sie zu öffnen und zu meiner Überraschung öffnete sie sich und ich konnte auf das Dach hinausgehen. Oh, diese Schule lässt ihre Schüler das Dach benutzen. Ich Glückspilz. Es war ein heißer Sommertag, also suchte ich mir ein schattiges Plätzchen, als... Oh, jemand hat mich hier übertroffen. Oh, dieses Mädchen. Ich weiß noch, wie ich sie in meiner Klasse gesehen habe. Sie war das Mädchen, um das sich alle Kinder in der Pause drängten. Sie war sehr hübsch, also nahm ich an, dass sie das LT-Girl war. Ihr Name war Kana Fuyusaki, wenn ich mich richtig erinnere. Sie sieht so friedlich aus. Ihr schlafendes Gesicht sieht so niedlich aus. Sie war viel hübscher als alle anderen Mädchen in meiner alten Schule. Am liebsten wäre ich einfach da geblieben und hätte ihr beim Schlafen zugesehen. Aber ich wollte nicht, dass mich jemand dabei erwischt und denkt, ich sei ein Perverser. Ich wollte sie auch nicht beim Schlafen stören, also beschloss ich wegzugehen. Doch. Hm? Hey, bist du okay? Meine Brust... Hast du Schmerzen? Hey, wach auf! Hey! Hä? Sie wacht nicht auf. Was soll ich tun? Kana fasste sich an die Bluse und sah aus, als ob sie Schmerzen hätte. Es schien, als wollte sie ihre Bluse aufknöpfen, um mehr Platz zum Atmen zu haben. Aber ihre Bluse rollte sich auf und ich konnte ihren Bauchnabel sehen. Öffne! Wow, okay, okay! Sie sah aus, als hätte sie große Schmerzen, aber ich fühlte mich schuldig, sie überhaupt anzusehen. Also schloss ich meine Augen und knöpfte ihren obersten Knopf auf, wie sie mich darum gebeten hatte, als... Hä? Ich hörte ihre Stimme, es war ein ganz anderer Ton als vorher. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte, also öffnete ich langsam meine Augen und drehte mich zu ihr um. Meine Augen waren weit aufgerissen und wir sahen uns an. Was? Sie hat bis vor einer Sekunde nicht reagiert. Was für ein schlechter Zeitpunkt, um aufzuwachen. Was machst du mit mir? Es tut mir leid. Glaubst du, du kannst dich mit einer Entschuldigung aus der Sache herauswinden? Du hast doch gerade versucht, mich auszuziehen, oder? Nein, das ist ein Missverständnis. Du sahst aus, als ob du Schmerzen hättest. Du Lügner! Wie kannst du es wagen, einem Mädchen die Kleider auszuziehen? Du bist Makoto, das neue Kind, richtig? Also, so einer bist du also. Nein, bitte! Vertrau mir! Ich kann dir nicht trauen. Damit kommst du nicht durch. Ich meine es ernst. Das ist ein Missverständnis. Das ist unglaublich. Du hast dich gerade in große Schwierigkeiten gebracht. Hä? Nein, warte! Bleib stehen! Hör auf, mir zu folgen. Als ich versuchte, Kana nachzujagen, schrie sie mich an. Oh nein! Sie ist das beliebteste Mädchen der Schule. Wenn sie allen davon erzählt, ist mein ganzes Leben an der Highschool im Eimer. Dabei ist es doch mein erster Tag. Aber ich konnte nichts tun. Ehrlich gesagt dachte ich, ich wäre erledigt, aber... Der Unterricht war zu Ende und keiner meiner Mitschüler hat mich nach der Schule böse angeguckt. Nicht nur das, es gab auch keinen Aufruhr in der Klasse. Vielleicht hat sie mein Geheimnis für sich behalten. Das hatte ich gehofft, aber... Hast du einen Moment Zeit, Makoto? Ja. Wir müssen reden. Nimm deine Sachen und folge mir. Sie hat mir also noch nicht verziehen. Meine Bestrafung folgt jetzt. Okay. Hat Kana gerade diesen neuen Kind eingeladen? Was zum Teufel ist hier los? Entschuldigt mich, ich muss mal durch. Oh ja, nur zu. Boah, sie hat sich gerade einen Weg geschaffen. Was? Hey, Kana geht mit dem neuen Jungen nach Hause. Hm? Das gibt's doch nicht. Oh Mann, jeder merkt es. Genau wie ich dachte, sie ist eines der beliebtesten Mädchen an der Schule. Das kann nicht gut für mich enden. Wohin gehen wir? Hör auf, Fragen zu stellen. Folge mir einfach. Okay. Oh Mann, sie ist sauer. Was will sie von mir?
Hier sind wir. Hm? Ist das dein Haus? Einen Moment, ich schließe jetzt die Tür auf. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, sagte sie, ich sollte reinkommen und... Ist das dein Zimmer, Kana? Ja, das ist es. Hm? Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, dass ich hier bin? Ich meine, wir haben uns heute erst kennengelernt. Makoto. Ja? Du hast versucht, mir die Kleider auszuziehen. Du wirst jetzt deine Sünden bereuen. Wie ich schon sagte, es ist alles ein großes Missverständnis. Aber was soll ich deiner Meinung nach tun? Das hier. Hä? Das ist ein Controller. Ich habe die ganze Nacht versucht, diese Etappe zu schaffen, aber ich schaffe es nicht. Warte, warte. Warum willst du, dass ich mit dir Videospiele spiele? Hast du gerade gesagt, dass du die ganze Nacht auf warst und Spiele gespielt hast? Gibt es ein Problem? Ja. Warte, warum tut sie so, als ob ich im Unrecht wäre? Sie sollte doch nicht die ganze Nacht Videospiele spielen, wenn sie in die Schule muss. Nun, wenn du nicht tun willst, was ich sage, muss ich alles, was heute passiert ist, den Lehrern und anderen Schülern melden. Nein, bitte nicht. Aber warum bestehst du darauf, dass ich mit dir Spiele spiele? Es ist so frustrierend, dass ich diese Etappe nicht bezwingen kann. Ich verstehe. Nun, es scheint nicht mein Problem zu sein, aber warum lädst du dann nicht einen Freund ein? Ich meine, wenn man bedenkt, wie beliebt du bist, hast du sicher viele Freunde, die mit dir spielen wollen. Nein, hab ich nicht. Hm? Alle denken, ich bin eine gute Schülerin. Was glaubst du, was passieren würde, wenn so jemand sie bittet, mit ihnen Videospiele zu spielen? Ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt. Doch, es würde die Hölle losbrechen. Mein Image würde zerstört werden. Bist du dir da sicher? Ich bin mir sicher. Okay, aber warum hast du es mir dann gesagt? Ich kenne deine Schwäche, Makoto. Wenn du jemals jemandem in der Schule erzählst, dass ich ein Spielefreak bin, verlierst du deinen Platz an der Schule. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie ein Spielfreak ist. Was für einen interessanten Charakter sie doch hat. Wenn das alles ist, was du brauchst, um mir zu verzeihen, dann ist das ein guter Deal. Gut. Übrigens, wie viel Spielerfahrung hast du denn? Ich spiele, seit ich ein kleines Kind war, also denke ich nicht, dass ich schlecht bin. Aha. Nun, dann lass es uns herausfinden. Also, wir haben angefangen, Spiele zu spielen, aber... Oh, das war viel einfacher, als ich erwartet hatte. Bist du okay, Kana? Makoto, wie bist du nur so gut in dem Spiel? Boah, sie ist mir so nah. Bin ich nicht. Doch, bist du! Hast du dieses Spiel schon mal gespielt? Nein, habe ich nicht, aber ich habe schon mal ähnliche Spiele gespielt. Du bist immer noch besser als ich. Naja, ich hatte wohl Glück. Wie auch immer, ich gehe wohl besser, bevor deine Eltern nach Hause kommen. Ich wollte ihren Eltern nicht begegnen, also machte ich mich bereit zu gehen, aber... Warte! Hm? Ist schon gut. Meine Eltern werden eine Weile nicht zu Hause sein. Lass uns noch ein paar Spiele spielen. Boah, ist das, was ich denke, dass es ist? Du solltest besser nicht denken, dass du heute Nacht schläfst. Ich glaube, das kann ich mir wohl abschminken. Ich habe bis spät in die Nacht mit dir gespielt. Offenbar war das nicht das letzte Mal unserer Beziehung. Makoto, lass uns wieder zusammen nach Hause gehen. Sie lädt mich jeden Tag auf diese Weise ein, aber das ist eher ein Befehl als eine Einladung. Sie kannte meine Schwäche, also konnte ich nicht ablehnen. Und sie nahm mich jeden Tag mit nach Hause, um mit ihr Videospiele zu spielen. Ehrlich gesagt war es eher ein Geschenk als eine Strafe, mit einem schönen Mädchen Videospiele zu spielen. Also ging ich jeden Tag gerne mit ihr mit. Wenn wir spielten... Nein! Nein, stopp! Nein! Nein heißt ja! Du bist so gemein, Makoto! Als sie schrie, flog ihre Figur aus dem Bildschirm. Keine Niederlage, wie immer. Seit wir angefangen haben, Spiele zu spielen, hat Kana mich in diesem Kampfspiel noch nie geschlagen. Ehrlich gesagt war sie nie sehr gut, dafür wie viel sie gespielt hat. Du bist so gemein, Makoto! Sei ein bisschen nachsichtig mit mir! Du warst diejenige, die gesagt hat, ich sollte es nicht tun, weißt du noch? Hey, hör auf mich zu schubsen! Juhu! Ja, das hast du davon, wenn du so ein Rüpel bist. Wir sind uns so nahe gekommen, dass wir schon solche Scherze miteinander machen konnten. Sollen wir erst etwas essen? Ja, ich bin am Verhungern. Okay, ich werde etwas zubereiten, dann kannst du meine Hausaufgaben machen. Ja, Ma'am. Ich habe in letzter Zeit bei Kana gegessen. Ihre Eltern haben immer bis spät in die Nacht gearbeitet und sie hat immer alleine gegessen.
Also hat sie mich bei sich behalten und für mich gekocht, damit wir jeden Abend bis spät in die Nacht Videospiele spielen konnten. Aber wir mussten auch Schularbeiten machen. Deswegen war es meine Aufgabe, ihre Hausaufgaben zu machen, während sie kochte. Wie schmeckt es? Es ist köstlich! Wenn ich ihr sagte, wie gut ihr Essen war, hatte sie immer ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Natürlich begann ich mich allmählich in sie zu verlieben. Und nach ein paar Tagen war ich Hals über Kopf in sie verliebt. Also gut, Runde 2 nach dem Essen, Makoto. Du gibst nie auf, oder Kana? Ich lasse dich erst nach Hause gehen, wenn ich heute gewonnen habe. Das bedeutet, dass ich nie nach Hause gehe. Es hat so viel Spaß gemacht, jeden Tag Zeit mit dir zu verbringen. Ach ja, übrigens, du hast doch nicht etwa eine lebensbedrohliche Krankheit, oder? Was meinst du damit? Du machst mir Angst. Nun, weißt du, es ist vielleicht nicht, weil du geschlafen hast, aber... An dem Tag, an dem du mich beschuldigt hast, hast du dir die Brust zugehalten, als ob du große Schmerzen hättest. Ich vermied es, den Vorfall anzusprechen, weil ich sie nicht daran erinnern und sie nicht verärgern wollte. Aber wir standen uns nahe genug, dass ich jetzt fragen konnte. Ich wollte mich erkundigen, weil ich mir Sorgen um sie machte. Und ich wollte auch wissen, ob ich irgendetwas tun kann, um zu helfen. Oh. Hm? Hab ich irgendetwas gesagt? Oh, naja. Was ist das für eine Reaktion? Ist es so schlimm? Es scheint eher so, als ob sie in Panik gerät. Ist das etwa, worüber du nicht sprechen möchtest? Sei nicht sauer, okay? Sauer? Warum sollte ich sauer sein? Zuerst musst du mir versprechen, dass du nicht wütend wirst. Okay, werde ich nicht. Na dann. Vermutlich. Fast hättest du mich reingelegt. War nur ein Scherz, ich werde nicht wütend werden. Also, sag es mir. Bist du sicher? Wehe, du nimmst dein Versprechen zurück. Vertrau mir, es ist alles in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen soll. Hey! Nur ein Scherz. Naja, eigentlich war ich an dem Tag wach. Hm? Ich habe geschlafen, als du dich mir genähert hast, aber ich bin aufgewacht, als du versucht hast, wegzugehen. Ich geriet in Panik, als ich merkte, dass du mich schlafen sahst. Du hast mir also eine Falle gestellt, damit ich nicht darüber reden kann? Ja. Was? Machst du Witze? Das ist ja furchtbar. Hey, du hast versprochen, nicht wütend zu werden. Halte dein Versprechen. Halt die Klappe! Ich dachte, mein Leben in der Highschool wäre an diesem Tag zu Ende. Ich hatte keine Wahl. Ich musste mein Image schützen. Warum gehst du so weit, Kana? Das sagt der Richtige. Ich bin nicht mal annähernd so weit gegangen. Was soll das heißen? Wir haben uns gestritten, bis ich nach Hause gegangen bin. Danach haben wir uns ab und zu gestritten, aber meistens waren wir gute Freunde, bis eines Tages... Lass uns eine Wette abschließen, Makoto. Eine Wette? Ja, genau. Der Verlierer muss sich alles anhören, was der Gewinner sagt. Was sagst du dazu? Ist das dein Ernst? Ja, absolut. Kana hat mich allerdings auch nie geschlagen. Aber sie versucht, eine Wette mit mir abzuschließen? Hat sie irgendeinen neuen Trick auf Lager? Übrigens, was meinst du mit alles? Alles. Außer etwas, das der anderen Person wehtut. Ist das dein Ernst? Ja. Sie meint das ernst. Vielleicht mag Kana mich auch. Sie will, dass ich gewinne und sie bittet mich um etwas Intimes mit ihr. Mir gingen so komische Gedanken durch den Kopf, aber... Falls ich gewinne, möchte ich, dass du mit mir ausgehst. Hm? Wenn ich gewinne, musst du mein Freund sein, Makoto. Die Worte, die aus ihrem Mund kamen, waren so überraschend, dass ich sie eine Sekunde lang nicht verstehen konnte, aber... Ich musste nicht lange überlegen, um zuzustimmen. Naja, du musst mich erst besiegen. Oh, ja. Kana schien froh zu sein, dass ich der Wette zugestimmt habe. Das war das erste Mal, dass ich gegen Kana in einem Kampfspiel verloren habe.